Herr Moosbrugger, Weltmilchtag, einmal mehr ein Tag, auch an dem man hinweisen muss, wie dramatisch denn um die Situation der Milchbauern aussieht. Sie haben das heute auch getan, vielleicht können wir noch mal ganz kurz hören, wie ist denn wirklich die Lage der, vor allem auch der Ländle-Milchbauern? Die Lage ist wirklich mehr als nur dramatisch. Wir haben seit dem vergangenen Jahr einen Milchpreisverfall für die Bauern um ein Drittel. Das bedeutet mehr als 30% weniger Einkommen auf den Bauernhöfen. Das bedroht die Existenz der heimischen Bauernfamilien und geht an die Grenze von dem, was kurzfristig auch wirklich zu ertragen ist. Wir brauchen dringend Handlungsnotwendigkeiten. Und es ist für mich absolut nicht erklärlich, dass die Europäische Union eigentlich schläft. Wir haben nicht eine europäische Agrarpolitik, die die Bauern unterstützt, sondern die gegen die Bauern arbeitet. Und daher, ich hoffe, dass in mehreren europäischen Ländern die Bauernvertretung wieder etwas erwacht aus ihrem Schlaf und auch Druck macht auf die Europäische Kommission, dass sie endlich Rahmenbedingungen setzt, die auch zukünftig wirtschaftliche Preise ermöglichen. Jetzt gibt es Maßnahmen von der Landesregierung. Der Landesrat hat schon angekündigt, es wird auch ohne Hilfe des Bundes hier eine Unterstützung für die Milchbauern geben. Was halten Sie denn von dieser Maßnahme? Bringt die wirklich was? Ich sage ganz nüchtern dazu, jede Maßnahme ist hilfreich. Aber in der jetzigen Situation ist das wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ganz brutal ausgedrückt. Faktum ist, das, was den Bauern derzeit am Milchpreis verloren geht, kann die öffentliche Hand nicht ersetzen. Jetzt gibt es noch ein anderes Thema. Zum einen natürlich den Milchpreis, zum anderen haben wir es gerade gehört, gibt es momentan sehr stark auch das Thema Analogkäse, der hier in den Markt drängt. Was ist das genau und vor allem, warum bedroht das auch den Markt momentan? Faktum ist, dass in verschiedenen Verarbeitungsbereichen verschiedene Imitate eingesetzt werden. Bei Verarbeitungsware, bei Backwaren und Speiseerzeugung genauso, aber auch bei Pizzaherstellung oder verschiedenen anderen Mahlzeiten. Und da haben wir die Problematik, dass letztendlich bisher hier eigentlich echter Käse verarbeitet worden ist oder echte Vollmilch bei Speiseeis. Und natürlich fehlen diese Mengen der Verarbeitungsindustrie dramatisch. Das sind Millionen von Tonnen europaweit. Und genau das führt zum derzeitigen Fiasko, weil hier eben bei Verarbeitungsware auf Billigsprodukte ausgewichen wird und letztendlich damit auch Käse und Milch auf ein ähnliches Niveau gezogen wird, wenn man wettbewerbsfähig bleiben will. Und ich halte das für absurd einerseits, aber auch für ein hinters Licht führen der Konsumenten, weil so getan wird, als wäre das ein üblicher Käse, wie das bisher der Fall ist, und nicht echte Aufklärung für die Konsumenten betrieben. Wir verlangen klare Produktdeklaration. Das muss deutlicher bewusst gemacht werden, dass hier einfach ein Käseimitat verwendet wird und nicht echter Käse. Und das andere ist, dass die Europäische Union jetzt dringend gezwungen wäre, darauf zu handeln und darauf zu antworten, um letztendlich dieses Mengengefüge, wenn Märkte wegbrechen, letztendlich die Produktion so zurückzunehmen, dass man wieder das Gleichgewicht herstellt.